und wie wähle ich die Aktie effektiv aus? Dass ich eben die richtige oder... Ja, also ich sage dir jetzt, die ehrliche Antwort ist, du kannst einen Würfel werfen, das ist die ehrliche Antwort, du brauchst eigentlich gar nichts, um die Aktien auszuwählen. Das heisst, du kannst am Anfang rangehen und sagen, welche gefällt mir am besten und du kannst die Aktie kaufen. Weil ja x Profis die Aktie regelmäßig bewertet. Und du sie sowieso 30 Jahre im Portfolio hast. Das heisst, alles, was man heute weiss über den kurzfristigen Kursverlauf, ist komplett irrelevant für dich. Und die Rendite in 30 Jahren hängt ab von Managern, die noch nicht mal angestellt sind in dieser Firma. Oder? Aber du hast vorher gesagt, prinzipiell würdest du mir empfehlen, mal in grössere Firmen zu investieren. Und genau, ganz wichtig. Ja. Also grosse Firmen. Nur grosse, bekannte Firmen. Das Zweite ist, kein Branchenfokus. Also nicht, dass du dann sagst, ah, ich mache nur Hightech, das habe ich übrigens gemacht, Hightech in den 90er Jahren, oder? Alles verloren. Viele haben Banken und Versicherungen, wo es alles super gelaufen ist, Anfang von dem Jahrtausend, oder? Und die sind natürlich dann auch crashed und weg. Ich würde dir empfehlen zu überlegen, was ist eigentlich der Markt, den ich haben will, in welche Arten von Firmen will ich investiert sein. Okay. Kannst du das ein bisschen recherchieren, kannst schauen, was haben wir eigentlich für Firmen in der Schweiz? Nicht an der Börse, sondern einfach grundsätzlich. Wie viele sind Gesundheitsfirmen, wie viele sind Industriefirmen, wie viele sind Handelsfirmen, wie viele sind Immobilienfirmen. Mhm. Und wenn du das abbilden willst, kannst du das abbilden. Mhm. Das heisst auch, dass du kannst ein bisschen aus eigener Überzeugung, sage ich mal, gewisse Firmen wollen in deinem Portfolio haben und gewisse vielleicht auch nicht. Absolut. Also es macht Sinn, so genau. Das als Kriterium mit dem Sinn. Auf jeden Fall. Du kannst deine persönlichen Bedürfnisse walten lassen, weil es gibt keinen Grund, warum das sollte dir eine schlechtere Rendite geben. Mhm. Oder weil jeder bewertet die Firmen und geht heute davon aus, dass die Aktienpreise dir die gleiche Rendite geben wie irgendwo anders. Das ist die Ausgangslage. Mhm.